Wenn das nicht das Sammelfieber entfacht. Solch bunte Stickeralben sind bestens bekannt. Aber in Rödental können Sammelwütige ganz besondere Bilder in die Hefte kleben. Es sind keine international bekannten Stars, sondern Sportler des TSV Mönchrüden auf den Stickern abgebildet. Heimische Kicker, Sprinter, Turner oder Tennisspieler haben sich ablichten lassen. Als Partner hat der Sportverein den Edeka Frische Markt Wagner in Rödental ins Boot geholt. Ja, es ist natürlich eine tolle Aktion für die Region, für Rödental und für den TSV Mönchrüden. Und es ist eine Verbundenheit zum Verein und zur Stadt. Der Anlass ist der 150. Geburtstag des Sportvereins. Das Stickerheft ist eine von vielen Attraktionen im Jubiläumsjahr. Zur Kick-Off-Veranstaltung verkauft der Präsident Hans-Joachim Lieb höchstpersönlich Alben nebst Sticker und Zubehör an die Fans. Die Idee haben wir eigentlich schon länger im Kopf gehabt und haben dann festgestellt, dass vor 1,5 Jahren, glaube ich, die Ketschendorfer das gemacht haben. Und die waren so begeistert davon, haben gesagt, was die Ketschendorfer können, das können wir auch. Beim Auftakt jedenfalls stießen die Albensticker und Co. auf eifrige Abnehmer. Übrigens, im Sammelheft haben 359 Fotos Platz. Ein Feld ist für Cecil Kümpel vorgesehen. Die 13-jährige Hochleistungssportlerin gehört zu den Nachwuchstalenten und ist als Skilangläuferin auf nationaler Ebene erfolgreich. Also ich finde es eine sehr gute Idee. Vor allem ist ja auch irgendwie dann spannend, das rauszusuchen und sich selber in diesem Stickerbuch zu finden. Cecil sammelt bereits eifrig mit und wer das auch tun möchte, der kann das Heft plus Sticker bei Edeka Frische Markt Wagner in Rödental kaufen.